Veranstalter der Lebensart in Dessau, die dieses Jahr wieder im Stadtpark von Dessau stattfindet, ist das Agenturhaus mit dem Hauptsitz in Lübeck. Über ein Jahrzehnt schon Erfahrung mit verschiedenen Veranstaltungen, nicht nur mit der Lebensart, sondern zum Beispiel auch mit den verschiedenen Home & Garden Event Veranstaltungen. Alles rund um das Thema Wohnen, Garten und Lifestyle. Egal, ob Sie sich einen neuen Whirlpool zulegen wollen, Blumen, Zwiebeln, aber auch diverse Gartendeko-Artikel. Beginnen wir den Messerundgang im Stadtpark Dessau. YouTube-Kanal. Und da kann man es unter Wolfgang Trebs dann auch sehen. Wolfgang Trebs? Ja. Du bist ja nicht Wolfgang Trebs. Hallo, hier ist Silvia Gose von der Lebensart in Dessau. Ich selber bin aus Halle, nehme schon 3 bis 4 Jahre an der Lebensart mit meiner Mode und meinen italienischen Taschen teil. Es ist immer ein tolles Ambiente, man kann super arbeiten, nette Leute und es macht echt Spaß, auf der Lebensart immer wieder teilzunehmen. Ne? Wir haben natürlich besondere Produkte, wie zum Beispiel unsere Designertasche aus der Toskana, die nicht nur eine Handtasche ist. Deshalb ist ja die Lebensart da, um mal vorzustellen, auch einen Rucksack kann ich daraus machen. Und das ist das Tolle an der Tasche zum Beispiel. Italienische Mode in allen Größen, nicht nur in der Größe S, sondern auch bis zur Größe 54. Und ich denke mal, Besonderheiten haben wir immer wieder dabei. Dankeschön.
Ja, wir sind ein Verein, der sich mit der produktiven Stadtlandschaft beschäftigt. Wir heißen Urbane Farm Dessau. Dessau ist eine Stadt mit sehr vielen Brachflächen und wir haben uns gedacht, es ist doch eine gute Idee, diese Brachflächen in Kultur zu nehmen, um nah und lokal gesunde Lebensmittel und erneuerbare Energien anzubauen. Als Nicht-Profi-Gärtner, Nicht-Profi-Bauer muss man so etwas lernen. Deswegen haben wir uns das Thema Bildung und Landschaftspflege auf die Fahnen geschrieben und Gärtnern zusammen mit Laien, mit Nachbarn, mit Jugendlichen aus Dessau jede Woche mittwochs bei unserem Gärtnertreff. Wir bauen blaue Kartoffeln an, wir haben ein Feld, wo wir verschiedenste Salate ausprobieren. Wir lernen, wie man Lebensmittel, die lokal produziert werden, auch haltbar machen kann, möglichst ressourcenschonend, mit wenig fossiler Energie. Denn wir sagen, die Stadt von morgen wird mit immer weniger fossiler Energie auskommen müssen. Und Sie merken schon daran, dass wir unheimlich viel tüfteln, sehr neugierig sind, uns immer wieder neue Dinge einfallen. Und wer Lust hat, das ein bisschen zu verfolgen, vielleicht auch gemeinsam mit uns weiter zu tüfteln, mit uns weiter neue Flächen zu erschließen, mit uns Erntefeste zu feiern, der ist herzlich eingeladen. Wir haben eine Webseite www.urbane-farm.de. Wir treffen uns zum Gärtnertreff jede Woche Mittwoch 14 Uhr in der Törtener Straße 41. Wir sind das Pool Center Dessau. Bei uns gibt es Dienstleistungen und Qualitätsprodukte rund um das Thema Pool, Whirlpool und Wellness. Außerdem in Zusammenarbeit mit der Frau Hoffmann, die den Trendgarten Dessau leitet, bekommt man Accessoires, Pflanzen und viele weitere schöne Sachen, um den Garten und die neue Anlage zu gestalten. Man findet uns im Gewerbegebiet Mitte in Dessau. Unsere Internetseite bietet viel mehr Informationen rund um das Thema Pool www.poolcenterdessau.de.